ihr wollt. So, ich baue jetzt da Stein. Haben wir Steine? Ich brauche gerade kein Holz, danke. Checken, ob das jetzt auch so richtig ist. Ist es! So, hier wieder hingelandet. So. Ja, viele Grüße übrigens gerade von meiner Freundin. Sie guckt den Stream gerade auch und soll Matthias auch ganz, soll Matthias auch ganz lieb grüßen. Und sagt, Matthias, sie mag Matthias ja nicht, ne? Weil Matthias ja so klein ist. Ein Spaß. Kann ich dich auch auf der Xbox One enden? Nee, ich hab kein. Alter, geh doch mal vor meiner Nase weg. Was findest du besser in Minecraft als in anderen Spielen? Natürlich besonders. Also da. Hör doch auf, dauernd zu schreiben. Mit Spiel entweder oder lass es sein. Ja doch. Es gibt auch keine neuen Pussy-Bilder. Jetzt musst du erstmal. Deine Freundin hat gesagt, du darfst erst neue Pussy-Bilder sehen, wenn das Rathaus fertig ist. Alter, ich brauche kein Holz. Hör doch mal auf, mich ständig mit Holz zuzuscheißen. So, Slap. Hör doch auf, mich mit Holz zuzuscheißen. So. Wie, du hast aber auch überhaupt nichts hingekriegt. Ja, natürlich, weil ich deine Scheiße noch reparieren musste. Ja. Du Kacke gebaut hast. Ja, wenn ihr uns übrigens abonnieren wollt, mal eben ganz kurz in eigener Sache, könnt ihr das über diesen Link hier gerne machen, den ich jetzt gleich in den Chat reinschreibe. Ja, die waren schneller als andere. Was kostet ein T-Shirt? Das kostet, glaube ich, 20 Euro oder so, weil es einfach eine geile Qualität ist. Und das meine ich nicht mal vom Logo her, sondern einfach, wenn du das... Du kannst bei Spreadshirt verschiedene Qualitätssachen einstellen. Und ich habe das einfach so eingestellt, dass das T-Shirt dann auch so ungefähr nach 80 Millionen Wäschen immer noch hält. Ihr kennt das ja, wenn ihr diese Billig-Scheiße habt, die man so aufs T-Shirt drauf bügelt, steckst du einmal in eine Waschmaschine rein, ist sofort kaputt. Ne? Deswegen. So, welchen Teil von The Elder Scrolls... Ich kenne eigentlich nur The Elder Scrolls Online, weil das jetzt relativ neu noch war. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nicht gespielt. Welche Ebene findet man Diamant? Also ich hatte heute richtig viel Glück auf Ebene 12. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ich habe es früher immer falsch gemacht. Früher bin ich immer auf Ebene 6 gegangen. Aber das mittlerweile habe ich rausgefunden, wenn du auf Ebene 12 gehst, hast du einfach dann auch noch viel mehr Glück mit anderen Sachen. Weißt du, sowas wie Gold oder Eisen oder so ist halt auf Ebene 6 kaum da. Aber Matthias, stimmt ruhig. Ich will mal was essen vielleicht, damit du regenerierst. Ja, ich muss erstmal hochfliegen. Und wenn du auf Ebene 12 bist, da findest du im Grunde alles. Ne? Ihr seht es auch schon, ich habe schon mal 9 Diamanten. Okay, hat mir auch einer was zugeworfen. Aber ich habe auch, glaube ich, heute Mittag habe ich noch ein paar gefunden. Sag Matthias mal, er soll sich unsichtbar machen und die anderen trollen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Ja, wie können wir die trollen? Ich kann ja nichts machen, das ist ja Abenteuermodus. Ja. Was? Nee, du kannst dich unsichtbar machen. Ja, ich kann mich unsichtbar machen, aber was bringt es mir? Oder? Warte mal. Vielleicht, weiß ich nicht. Mach mal unsichtbar, genau. Aber dann sehen die denn... Ja, meine Hand sieht man aber jetzt. Jetzt unsichtbar, du bist jetzt unverwundbar. Nee, du bist nicht, du bist die anderen... Du kannst sie nicht, du könntest sie nur einbauen oder so. Aber bau jetzt mal weiter jetzt. Ja, du kannst auch noch, Nico, du kannst später auch noch drauf, um da noch fertig zu machen, dein Lager für Dunkles, aber... Das ist, es braucht halt alles auch Zeit. Guckt hier. Hoch. Bau halt. Hoffentlich hat er jetzt keine Axt, dann kann er es nicht abbauen. Doch schon, aber es dauert. Echt? Im Abenteuermodus? Ich habe keinen Abenteuermodus. Geh mal mit deinem Kopf da weg, du Seppel. So. Ja. Ja, komm, bau halt weiter mal hier. Er macht weiter, genau. Schlosskonflikt ist momentan in Pause, weil ich einfach keine Zeit für habe, das auch noch nebenbei noch zu spielen. Nein, ich habe Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Danke. Ja, guck mal an, wie er es nicht gemacht hat. Was hast du gemacht? Ich habe hier Stufen, Blöcke hingebaut statt Stufen. Mann, Matthias, ey, du baust auch nie richtig. Unglaublich. Oder? Eben habe ich noch deine Fehler korrigiert und jetzt mache ich auch tatsächlich noch selber einen. Der Abenteuermodus bedeutet. Nein, unten, du musst unten nicht unten stellen. Ja. Der Abenteuermodus bedeutet, du kannst im Creative-Modus was erstellen und im Abenteuermodus können die Leute dann quasi das ausprobieren, so wie so eine Adventure-Map ist das dann. Quasi.
So. So, und da drauf auch nochmal. Jetzt habe ich aber keine Stufen mehr. Jetzt muss ich mal eben zur Kiste. Mir da ein paar Stufen bauen. Und dann bauen wir die mal eben ganz fix. 40 Stück müsste reichen. Nein, lass den Klotz da, Junge. Bist du getrollt? Ich hol mir mal eben. Leute, ich muss mir eben ganz kurz. Ich muss mir mal eben ganz schnell mir was zu essen holen. Bis gleich. Aber Matthias, ja, ich muss weiter. Ich mache in der Zeit mal weiter. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier. Nein. Oh. Okay, das war falsch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir diese scheiß Stufen nochmal eben ordentlich da dran gebaut kriegen. Das ist immer noch ein bisschen fuckelig, wo man hinziehen muss. Ich hab mir lecker Weingummi geholt. Gib mir auch mal was. So. Hey, wann kommt Stab der Wahrheit? Das hab ich doch irgendwann mal angespielt, aber schon voll lange her. Stab der Wahrheit kommt. Mann. Alter! Ja, die Leute mussten ja eben gekickt werden, weil ich ja den Server neu gestartet habe, damit andere drauf können. Die bauen immer noch hier unten an der Scheiße rum. Was bauen die denn da? Ja, die haben die Typen eingebaut. Ich glaube, ich bin einen zu weit, ne? Oder? Ne, passt. Matthias! Seid ihr im Survival-Modus? Ja. Nee. Doch. Abenteuer, oder nicht? Nein, immer noch. Du hast da hinten einen zu kurz gebaut. Oder du hast hier einen zu lang gebaut. Ja, du hast hier zu lang gebaut. Bei mir immer zu lang. Was? So, jetzt Dach. Dann gönn dir ein Dach mal bitte. Das hört man nicht. Wenn dein Geschrei da drüber liegt, dann ist die Chance. Oh, hoppla. Das geht eindeutig. Mach mal die Spielerliste auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also Sombrero-Clown und zum Beispiel Oma ist weg, Omnibusfahrer ist weg. Timbo BVB war eben, glaube ich, auch nicht da, oder? Ach, er hat die Commands aus hier bei sich. Das ist ja voll. Was? Er hat die Commands aus. Ja. Ach, der Matthias. Die sind noch an, also funktioniert. Nee, jetzt sind sie auch. Jetzt sind die waren aus. Ich habe doch eben Sub geschrieben, zum Beispiel. Oder was meinst du mit Commands? No! Ja, ich bin sportlich auch aktiv. Ich fahre nämlich gerne Fahrrad. Und boxe. Müsste mal das 100.000 Abo-Special gucken. Nein, es gibt keine Chance, in den Clan zu kommen, weil wir auch nicht über Clash hier reden, also. Minecraft habe ich eigentlich damals kennengelernt durch das Gronkh-LP, ehrlich gesagt. Das fand ich auch immer noch am besten, muss man sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Kamin hin muss. Hast du das Bild noch da? Ne, hast du nicht mehr. Wo hast du das hingemacht? Das ist noch offen eigentlich. Zweites Ding ist da unten. Zweiter Tab. Bei dir oder bei mir? Bei mir. Ach, das war ein eigenes Fenster, ne? Hallo, nicht checken. Ja. Nicht flirten. Ja, Piss. Hinten rechts in der Ecke. Wo ist denn der Eingang? Hier auf der Seite oder nee, auf der anderen? Ja, doch, auf der, genau. Ja, was bauen die denn hier für... Macht man ja, nicht... Ich hab im Grunde auf... Leute, hier müssen wir diese komische Gedöns hier wegbauen. Also hier ist der Eingang, dann müssen wir hier rechts hinten... Ich habe im Grunde auf beide Seiten Eingang gebaut, weil ich so blöd fand, von der anderen Seite, wenn du da nicht reinkommst. Gut, dann bauen wir jetzt hier... Vor allem siehst du ja auf dem Bild auch nicht, auch von der anderen Seite nicht vielleicht auch einen Eingang müssen. Ja, okay. Das ist außen an der Kante. Was baust du da jetzt? Aber so weit guckt das über die Kante drüber, ne, oder? Wir müssen das jetzt gleich mal aus der Ecke da hinten angucken. Das muss, glaube ich, ein bisschen rüber. Das guckt, steht über.
Ja, weil da die Stufe ist. Aber du kannst es nicht, dann ist es anders. Dann ist es. Ja, ist auch zu hoch. Nur Slap drauf. Was? Nimm doch, baust doch weiter in der Mitte. Ja. Hallo. So, können wir das nicht vielleicht mit Mauern? Ne, das ist massiv, ne? Ja. Nein, ich fahr kein Longboard. Fred, wie findest du es, dass Gronkh sein Minecraft-LP aufgehört hat nach Folge 1253? Ja, ich denke aber mal, es wird noch mal kommen. Warum sind wir eigentlich hier nicht auf dem Dashboard? Soll jetzt ein Stein weg oder was? Also du Marke da! Mir fehlt ein gebratener Stein. Was war schon auf dem Schild? Das war noch von eben, ne? Habe Elixiersammler und ja. Was ist das hier für ein Gedehnt? Das ist Expo in Arbeit. Haben wir hier einen Ofen irgendwo? Das Wetter bei uns ist relativ schlecht. Was kann man mit Smaragd machen? Mit Smaragd kannst du mit den Dorfbewohnern handeln. Aber ansonsten... Toll, jetzt habe ich keine Kohle. Jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen Holz da reinlegen. Nee, Matthias ist geflogen. Ist aber trotzdem im normalen Modus. Also nicht im Creative-Modus. Er kann halt nur fliegen. Und einen fliegen lassen. Ich finde den... Ich gucke kaum YouTuber, muss ich gestehen. Aber ich habe früher mal Gronkh geguckt, aber der hat momentan nicht so, eigentlich kein Spiel, was mich so sonderlich interessiert. Ja, das geht mir genauso. So, jetzt haben wir das. Könnten, somit dann, haben wir irgendwo ein Netherrack? Hat einer von euch Netherrack, falls ihr irgendwie dabei seid gerade oder zuhört oder wie auch immer? Ich bin ewig abgehoben. Was? Seit wann das denn? Was? Das musst du aber nochmal erklären. Belts. Na. Soll ich mal mitspielen? Jetzt steuere ich, oder ja, was? Ja, mach du, dann... Nee, warte mal. Nee, damit du mit deiner Freundin chatten kannst, also, das ab, ist, darum geht's doch gar nicht. Ja, doch. Nee, kann nämlich, war gerade ein ganz anderer. Frag mal Kira, du bist so ein Handysüchtiger, ey. Ja, alle genau. 2 Sekunden hast du dieses scheiß Telefon in der Hand, ey, ohne Scheiß. Was ist das eigentlich für eine Steinpimmel-Sache hier, ne? An der Wand. So, wie machen wir jetzt? Zeig mal das Bild nochmal. Warum machst du das mal weg? Ja, weil der Chat dann weg ist. Nee, ist er nicht. Du musst nur das Bild anpassen. So. Also das obere geht ja gerade. Das heißt, das können wir hier... Ich brauche noch gebackenen Stein. Auf jeden Fall erstmal. Nee, der war auf der anderen Seite vom Haus. Ich hasse dich mit dieser Musik, ohne Scheiß. Würde ich am liebsten jetzt mal in die Nüsse kloppen, ey. So. davor weg, du Sippe. Call of Duty zocke ich nicht, tut mir leid. Nee. Da bin ich zu cool. Kira kann das bestätigen. Will man mal in der Männerrunde zocken und er guckt alle 30 Sekunden aufs Handy. Ja. Yep. Kira, dankeschön, dass du mich hier bestätigst. Ja, genau. Es war echt, du warst so ein unhöfliches Arschloch. Ich war ja auch alle, ich war eh letzter bei Dinges. Tut mir leid, Gray, ich liebe nur Matthias. Du bist so ein Dummschwätzer. Fred, was kann ein Enderauge? Ein Enderauge kannst du machen, um das End zu finden, oder kann ich auch teleportieren? Ja, ist eine Enderperle, das du meinst. Eine Enderperle kann ich teleportieren. Okay. Matthias. Mann, Matthias! Ja. Wann spiele ich wieder Minecraft auf der PS3? Das kann noch ein bisschen dauern. Welches Texture-Pack mag ich am meisten? Eigentlich in dem normalen mag ich am meisten BD-Craft. Das gibt ja hier leider nicht.
Ja, gute Frage. Im Grunde geht es eigentlich nichts über das Standard-Texture-Pack hier bei Minecraft. Wobei ich sagen muss, das eben, was wir hatten, ging ja eigentlich auch, ne? Ja. Nur das, nur das Cartoon, das kannst du dir echt nicht antun. Echt? Boah. Ja, wenn die Spitzhacke aussieht wie ein Schwert, die Axt sieht aus wie ein Handschuh, das ist ja voll verwirrend, wenn du da im Inventar rumruckelst. Naja, du findest halt erstmal nichts. Tintenfische, die bringen ordentlich Tinte auf Hülle. Nein, die kannst du Sachen mitfärben. Ey, ihr müsst mal die Lager noch füllen, also das Elixierlager und das Lager für Dunkle. Da müsst ihr noch mal rosa Wolle und schwarze Wolle reintun. Ist ja leer, ist ja aus wie bei Matthias in der Base. Alles leer und kaputt. Wie zum Fick kannst du fliegen? Das ist Matthias Cheater-Modus. Genau. Cheat, 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 cheat. Ihr seid Schweine, ach Mann. Lass mal nach Berlin gehen und feiern. Wir sind ja sogar bald in Berlin. Wir sind bald in Berlin und sind da am Chillen. Oh. Der gute alte BVB. Ja, er lernt es nicht. Er hat schon wieder geschafft. Die BVB-Lernkurve ist einfach nicht, noch nicht da. Spielst du privat Minecraft Pocket Edition? Habe ich mal, aber jetzt gerade nicht. Auf der PS4 heiße ich Mobile Fanboy YT. Was baust du denn da jetzt? Ja, die Vorderseite. Ja, aber die muss doch so aussehen wie auf dem Bild. Ja, wird sie doch gleich. Sicher? Ja. Wie viele Balken haben wir denn? 1, 2, 3, 4, wie viele Balken hast du oder hast du keinen Empfang? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, wir sind in Friedrichshain. 6. Heißt du, oder? Ja. Ja gut, ich mag die PS4 natürlich lieber als die PS3, weil sie neuer ist einfach. Mhm. Eine bessere Grafik hat von, aber... Ja, als Host kannst du fliegen, indem du auf die PlayStation-Taste drückst und dann auf deinen Namen klickst und das dann da einstellst. So ist es. 1, 2, 3... Boah, Matthias ist ja hier voll am... Was? Oh, du bist doch unsichtbar, schreibt einer. Oh. Ja, ist doch egal. Ist doch egal, lass doch mal. Dann können die dich auch nicht nerven. Jetzt kommen sie wieder alle an. Ja, okay, stimmt auch wieder. Du bist und... Du bist jetzt unverwundbar. Jetzt so mit dem Bild, ja, ungefähr, ne? Jetzt halt zum Baum mit dunklem Holz. Haben wir noch dunklen Holz? Hier ist noch dunklen Holz. Das ist in deinem guten, frichten Holz, Bruder. Ja, aber da fehlt eine. Ja, du hast da eine Wand übrig gelassen. Na, das sind aber die. Ja, das passt ja. So. Oh, das sieht so geil aus hinterher. Eine Stunde Stream verpasst, alles wegen Freundin am Handy. Ja, frag mal Matthias. Mhm. Der verpasst seinen eigenen Stream im Stream, weil er mit seiner Freundin, ja, am Chatten, genau, ist. Chit-chit-chat mit seiner Freundin. Wie heißt doch mal der dreiköpfige Drache, der heißt. Wie heißt deine Freundin nochmal? Ja. So, und die guckt jetzt bestimmt zu und dann so, ja. Stoß Nudelholz in der Hand. Du sollst mal deinen Skin zeigen. Den siehst du momentan, glaube ich, schlecht. Zeig mal deinen Skin. 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 Zeig den Skin doch jetzt. Zeig den Skin doch jetzt. Da sind sie. Zeig mir den Skin. Ist doch, sieht man noch nicht. Ist doch unsichtbar, du Verknüpfer. Ja, dann musst du dich mal was sichtbar machen. Nein. Ah, es ist so ein Arschloch, ist das. Ich hab keine. Mach allein. Du Wichser. Du bist so gemein. Ja, entweder ich baue die Scheiße jetzt fertig oder ich mache irgendeine andere Kacke. So. Wieso kann ich jetzt da kein Slap hinbauen? Warum ist die Achso, wegen dem Hohlraum. Alter, baust du die Scheiße wieder ab hier oder was? Verpiss dich. Schon ist er da, siehst du schon? Schon geht's hier wieder allen an den Kragen. Ja, was baut ihr denn meine... Meine Güte, lass mein Haus doch heile. Jetzt ist mein Slab weg. Ah, Leute. Jetzt ist ein Slab weg, so weit kommt's noch. Ich schmeiß deine Kohle aus dem Fenster. Ich brauch keine Kohle. Ah doch, ich brauch doch Kohle, danke. Nein.
Jetzt bauen wir es wieder zu. So. Ist das jetzt richtig so? Nee. Naja, so halb. Bau das mal einmal richtig. Wir sind jetzt hier außen erstmal noch helle. Er sieht ja wieder zurecht. Da kannst du keinen hinsetzen. Doch, jetzt geht's nicht. Jetzt geht's, aber doch dazu auch an der Seite. Ja, ich weiß nicht, warum das hier nicht geht. Weil das verschiedene sind. Die könnte ich wahrscheinlich höchstens so an den machen. Ja, das geht. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ich war auf dem Gymnasium und Matthias war auf einer Sonderschule. Und die waren nebeneinander. Matthias kam über. So ist es. Jetzt muss er hier noch. Könnt ihr danach auch versuchen, ein Rathaus 8 zu bauen? Ja, da sind wir nochmal 100 Jahre zugange. Matthias reiß den Sack ab. Naja. Sieht aus wie ein. Naja, ist doch okay. Bist du fertig? Unten an der Ecke müsste Stein hin, die hast du falsch gebaut. Das war doch, da war natürlich doch Stein, das hat einer abgebaut. Ja. Guck mal, mach weg. Mach weg. Da, guck mal rechts. Da ist kein Stein. Irgendeiner von euch hat das weggemacht. Wenn ich den finde, dann. Na. Er braucht eine Eisenbahn. Nein, nicht die Treppen verbrennen. Seid ihr schon müde? Nein, sind wir doch nicht. Wir müssen ja noch die 400 Views mal wieder knacken hier, Leute. So einen kleinen, spontanen Stream, den wir hier noch machen. Aber erstmal werden wir jetzt uns noch was Neues zu trinken holen und sehen uns gleich wieder. Müssen wir, weiß nicht, alle werden das ja nicht. So. Nee, du kannst doch weiter machen. Gut, es werden ja nicht alle. Wieso mache ich Matthias immer runter? Meistens, weil er es verdient hat. Mhm. Meistens, weil ich schon wieder die Krümmel sehe, die er schon wieder hier verbreitet hat. Aber ansonsten hat das natürlich auch unnatürlich. Das ist alles noch die Rache, weil du letztes Jahr beim Super Bowl die komplette Chipsschüssel in meinem Boden ausgeschüttet hast. Das machst du übrigens selber. Nein, das nicht. Du hast nämlich das Unglück. Du hast nämlich Scherben dahin gemacht, wo du dich noch so drüber gerollt. Das war übrigens aber das Jahr davor. Letztes Jahr war das nicht. Letztes Jahr habe ich den Vorhang weggemacht. Ja, das kann auch sein, stimmt. So ist es jetzt ungefähr so. Ach, du hast das Bild schon wieder weg. Ich brauche mal ein Netherrack irgendwo her. Yo. Könnte man das hier füllen? Das ist doch X-Bogen im Bau. Das bau doch weiter in einem Rathaus. Was machst du denn jetzt? Du hast doch nur eine Aufgabe, du sollst das Rathaus fertig bauen. Ich bin noch dabei, ist doch jetzt gleich soweit. Ja, auch rein, Junge! Also. Da, Platz 2 und dann Slabs. Erstmal neue Slabs müssen wir machen. Ach, das haben wir schon. Okay, dann brauchen wir nur noch hier. No. Rathaus 1, eine flache Wurst. Ich mach das bei mir eben ganz cool. Erstmal die mal looken. Schreibt einer, du verhungerst gerade. Haha. Ich hab doch schon gegessen. Ja, Kira sagt, er bringt genug zu trinken mit zum Super Bowl. Das ist schon mal gut. Wie heißen eure Katzen? Die eine heißt Pussy und die andere heißt Cat. Pussycat. Genau. Und dann sagt Matthias immer. Heißt Dolls. Dann sagt Matthias immer Cat. I'm a kitty cat. And then sense. Cat. Was ist mit dir? I'm a kitty cat. Brauche dunkles Holz. Und irgendwann ging's dann. Und dann schnipp, schnapp, Eier ab. Und bei den Katzen auch. Merkt man das eigentlich so im Wesen der Tiere? Dann? Ja, noch nicht. Das ist sogar mal ein. Der erste Tag waren sie total besoffen. Und die Besitzer und die Katzen auch ein bisschen. Ja, genau. Ich brauche mal dunkles Holz. Ich muss mal im Holz irgendwo fahren. Nee, das ist kein dunkles. Nicht? Nee, du musst in den Fichten. Du brauchst doch Eiche, oder? Ja, aber du brauchst auch Fichte.
Du brauchst Fichte. Fichte? Lebt denn der alte Holzbild noch? Holzbild noch. Wie sehen denn Fichten nochmal aus? Bin ich sicher nicht. Du musst. Nee. Er hat einen Schneewald, genau. Hinter ihm. Er cheatet der voll! Fred hat richtig Spaß, ja? Immer. Fred, warum wird der Chat immer gewartet? Ja, das macht Kira. Kira ist der Chatbeauftragte und packt immer die eiserne Faust aus und dann gibt's rund. Weil es aber auch sonst nur Theater gibt. Bitte mach mal was mit Mr. Moore, der ist ein Pink-Player. Ja, aber ich würde nie, wenn höchstens auf der PlayStation 4 was mit ihm machen, weil im normalen Minecraft weil bin ich einfach viel zu schlecht. Der ist ein was? Ein Pink-Player. Der nutzt seinen guten Ping aus. Minecraft ist ein Spiel, wo du halt, ja, wie das eigentlich bei so Shootern ist. Wenn du einen guten Ping hast, bist du natürlich im Vorteil gegenüber denen, die einen höheren Ping haben, ne? Oder wie das bei dir heißt, du hast einen kleinen Pin. Da bist du dann natürlich auch im Nachteil gegenüber den Leuten, die einen größeren Pin. Was hat der da denn gebaut? Was ist da denn oben da los, da? Gucke mal auf Shield Demente. Irgendwann stirbt er noch. Nein! Ein kleiner Gruß des Hauses. Mach mal lieber, mach mal bitte hier. Yeah. Nein, du bist nicht gestorben! Was ist jetzt passiert? Du bist nicht gestorben, du bist jetzt guck er ist ich, einfach abgestürzt. Jetzt gucke ich in der Wiederholung. Oh, du bist. Ne, da war er noch. Da war oh, ich noch Alter, du bist so blöd! Ich bin aber nur da rausgelaufen, geflogen, aber ich bin geflogen. Du bist so dumm, ey. Er ist geflogen, warte, achte, er ist geflogen. Ja, du bist geflogen. Er ist da stehen geblieben, ja. Dann auf einmal da runtergejumpt. Wo sind wir denn gespawnt? Wo spawnen wir denn? Ja, am Start. Du hast noch nicht mal ein Bett gehabt oder sowas? Ja, du kannst doch kein Bett machen mit 8 Leuten, da müssen alle drin pennen. Ja, du kannst doch selber erstmal da rein. Ja, toll. Du musst jetzt. Oh, da nicht mal meine Karte. Oh, dieser Junge, ich wusste genau. Es sind alle Äxte weg, die Spitzhacke weg, die Diamanten weg. Ist ja nicht so schlimm. Ich wusste genau, wenn du den mal spielen lässt, dann geht's in die Hose. Ja, du noch nie gestorben bist. Ja, aber in diesem Projekt noch nicht. Alter. Das ist ja so schon schön. Natürlich bist du in diesem Projekt schon gestorben. Dann bist du sogar beim Fliegen. Ja, genau, aber da musste ich mir auch eine Scheiße wiedergeben. Das war das alte Gebäude. Oh. Da ist das andere. Ich sagte doch. Also ich möchte eigentlich generell erstmal keine Kooperation bei Minecraft machen, außer jetzt halt mit, ich glaube mit Gaming Guides wird dann ein kleines Projekt kommen, was auch PS4 ist. Aber generell, ich meine, wir wollen auch, glaube ich, in diesem Jahr auch mal echt wieder mehr Richtung Mobile Gaming konzentrieren dann. Wenn ihr dann noch eine Idee habt, was wir noch spielen sollen Mobile Gaming technisch, da könnt ihr alles reinschreiben in den Chat, was ihr wollt. Auf jeden Fall können wir alles mal antesten. Ja, das dauert jetzt so. Also die Sachen werden wahrscheinlich sowieso weg sein. Davon kann schon mal ausgehen. Glückwunsch! Ja, geht mal da hin und holt das. Ihr seht ja ungefähr, wo es ist. Hashtag geiler Stream, Matthias. Ja. GG. Ja, ja. So, sagt die Jungs, so sucht mal an der Stelle, wo ich gestorben bin, das Zeug und geht's mir mal wieder, bitte. Leute, ey. Lässt man den Affenfotzkopf einmal da dran und schon, genau. Schon brennt die Hütte hier. Ob du noch nie gestorben wärst. Ja, du warst doch und. Konntest doch sogar fliegen, ey. Das ja, doch, ich bin ja geflogen, dann ist er abgestürzt. Ja, ich hab doch vorher noch eine Sekunde vorher noch gesagt, du musst essen. Was machst du? Isst nicht, los weiter und stirbst. Ja, klar, du hast doch nur noch 2 Herzen oder 3. Ach, fliegt denn der alte Sack Marble noch? Sack Marble noch? Nein, nicht da rein. Erst die Sachen suchen. Ja, er ist ertrunken. Das klappt bei den anderen auch ganz gut schon. Am Rand vom Schneewald. Heyday, nicht noch was bitte von. Kann mal jetzt einer die Sachen suchen, bitte? Nicht noch bitte etwas von Supercell. Nee, heute spielen wir kein COC mehr, aber vielleicht Sonntag, Montag, Dienstag so die Ecke mal. Wollen wir mal gucken. Dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen. Der alte Fotzenfigaro, willkommen. Er hat es wieder. Jetzt musst du noch. Da oben ist es. Hol die Sachen. Oben. Ich bin noch unten gestorben. Aber auf der Seite. Auf der Unterseite unten. Da liegen sie noch. Rechts. Ja, genau. Rechts. Ja, er hat sie schon geholt. Zum Glück sind hier nicht nur so Affen wie du, sondern auch richtige Leute. Ja. Mein Gott. Geometrie-Dash, okay, könnten wir auch mal machen. Geometrie-Dash.
Mhm. Lebt denn der alte Bild Michel noch? Ja! Komm, wir tanzen eine Runde für ihn. Matthias, wie sieht deine Freundin aus? Ja, ich weiß, dass du schon bedenkt. Ich wollte gerade schon was sagen. Ja, war mir schon fast klar. Mein Holz hat aber einkassiert, dass ich gefarmt habe. Also, Sockers! So? Ah, wir wollten doch noch Perfect Kick spielen noch. Mal irgendwann. Das war doch geil. Das kann man jetzt mit Bluesticks schon ganz gut spielen. Oder nicht? Mhm. Also Perfect Kick wollen wir machen. Genau, Perfect Kick. Sub geht einen Monat. Ja, du kannst Sub jederzeit kündigen, aber es geht normalerweise immer einen Monat, ja. Lebt denn der alte Bild-Michel noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Ja, Matthias ist doch eigentlich Gillette-Abdi, oder nicht? Kann man sagen. Ja, was? Du bist doch Gillette-Abdi. Mhm. Du alter Pimmelberger. Ey, sind wir ein Monster? Hast du eben Monster gemacht? Ja. Du hast doch eben schon welche geslayt. Ja, schon. Ach, Matthias, ey. Stimmt ja sogar. Komm schon, flieg doch jetzt zu. Wie oft will er denn noch ertrinken? GTA für iOS? Oh, wollen wir das mal machen? Das haben wir schon mal gemacht. Ja, könnte man auch mal machen. Ich muss übrigens sagen, wir haben jetzt die 140.000 Abos geknackt. Das ist richtig geil. Und wenn wir die 150.000 knacken, dann werden wir ja noch mal ein paar Sachen verlosen, wenn ich es irgendwie hinkriege. Ja, ich habe momentan ein ganz geiles Problem. Ich kann quasi die Google Play Gutscheine, die ich bei App Bounty auf dem Handy, bei BlueStacks habe, kann ich nicht abrufen. Warum? Ist ganz geil. Ja, es sind nur zwei Stück, also zwei 10-Euro Gutscheine sind das. Die wollte ich eigentlich verlosen. Und dann kommt immer, möchtest du das mit dem Browser öffnen oder mit dem Play Store? Und egal was ich drücke, dann lande ich immer im Play Store und es passiert einfach nichts. Also wenn da jemand noch eine Idee hat, was das sein könnte, dann muss ich mal gucken. Müsst ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, was das ist, wenn ihr da. Habt ihr schon mal bei App Bounty, bei Android schon mal was eingelöst? Dann müsst ihr mir das mal schreiben. Ja, Abo-Special wird es ja dann einfach. Ich denke mal, wir verlosen beim 150.000 verlosen wir dann einfach mal was unter der Community. Das finde ich immer am fairsten. Weil ich meine, ist glaube ich cooler, als wenn ich dann einfach wieder irgendwie so einen Zusammenschnitt oder so mache. Das können wir dann. Ist schon wieder ertrunken. Das können wir, bei 200.000 machen. Tschüss, Centarex. Und viel Spaß bei der Arbeit. An die Leute, bin müde nach dem Arbeitstag. Okay, dann. Dann wünsche ich dir eine geruhsame Nacht. Würdest du ein Projekt wie Varo mit Zuschauern mitmachen? Ich würde gerne mal bei Varo mitmachen. Ob man mich da allerdings mitmachen lässt, das weiß ich nicht genau. Wobei, die machen lassen ja, glaube ich, mittlerweile auch schon so, weiß ich nicht, 10 mit 20.000 Abos oder so mitmachen. Ich weiß nicht genau. Ja, wäre mal ganz lustig. Need for Speed. Ich hab mich eingemauert. Kann mir einer sagen, wie das, woran das dann liegt, dass ich das nicht, machen kann mit dem Handy? Ich kann mir mal. Ich weiß doch nicht, App Bounty. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Fresse, wo baut er denn immer diese Slaps hin? Was kann man mit der Schere machen in Minecraft? Damit kannst du zum Beispiel mal die Blätter abschneiden. Dann hast du die Blätter in der Tasche. Ja. Kannst du mal was anderes außer Aufbauspiele? Ja, kann ich auch machen. Da müsst du mir nur mal vorschlagen, was. Am besten natürlich auf irgendein Mobile Game oder so. Ich würde mal gerne Blitzbrigade spielen, wenn da jemand Interesse dran hat. Oh, Matthias. Baumeister Matthias. Ja, was macht er denn da? Oh, ein Enderman. Ist das so richtig? Lol, der Enderman hat ja dir was geklaut? Oder ist das? Das ist doch hier also unsymmetrisch. Na, das passt. Dann unten, deine Wand ist schief, du Ochse. Nein, meine Wand ist richtig, guck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Nee. Oder? Guck doch mal da drauf, die sieht nee, doch. Nee, das passt. Ich hab das doch extra abgezählt. Was da drüber passt. Dann passt es. Mach das erstmal zu.
gibt's auch nicht. Warum passiert das nicht? Was ist denn da jetzt? Wo ist das Problem? Irgendwas passt hier nicht. So. Das ist richtig. Ja. Hier auch was? Geil, hier fährt einer mit Minecraft im Kreis. Ja, da sind auch zwei. Ja, hier ist auch anders. Ah, hier ist der gleiche Fehler. Oh Mann, hier! Ja, der gleiche Symmetriefehler zweimal. Was machst du denn? So, jetzt aber. Ach ja, das Bild ist wieder weg. Blitzbrigade ist eine Nachmache von Battlefield Heroes. Okay, ich kann auch Blitz. Spiel doch mal Hungry Shark Evo, okay. Ja, ich könnte auch mal gerne Battlefield Heroes machen. Der alte Griefer ist wieder da. Wo ist das Ding? Ich wollte mich da reinsetzen. Du bist schon sehr schlau, oder? Kann das sein? Yay! Wieso geht das nicht? Du hast ausgemacht. Na, läuft doch. Nee. Fahr mal ein bisschen anders. Da ist aus, das andere, oder? Jetzt haben wir's. Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. Er trinkt 50 Mal, was macht der denn? Du könntest jetzt doch eigentlich in den Nether gehen, oder? Ein bisschen Level farmen, dann ein bisschen was verzaubern. Hallo, wie komme ich denn hier wieder raus? Ja, das war's dann. Hallo? So, beim nächsten Lacher von Fred. Gibt's noch Kaffee? Gibt's noch Kaffeekasse? Auf geht's, was? Ich komme nicht aus dem Ding raus. Hängt fest! Ich komme nicht raus! Ja. Er hat's angehalten, danke schön. Nein, er hat's nicht angehalten. Jetzt. Und Sombrero-Clown ist mal wieder ertrunken. Der coole Dennis61 sagt, geiler Stream, dankeschön. Mach du nur mal eben, ich muss pissen. Ja, Matthias muss pissen, ich darf nochmal spielen. Und weil ich jetzt nochmal spielen darf, würde ich sagen, ich würde gerne noch in Nether gehen. Ich habe doch einen Eimer, ne? Einen Eimer habe ich doch. Wir gehen mal eben in Nether, würde ich sagen. Wir brauchen mal eben ganz kurz noch ich will nicht runterfliegen. Was zu essen. Was zu essen brauchen wir? Ich kann jetzt leider nicht auf den Chat eingehen gerade. Wir gehen jetzt mal runter. Ich muss den jetzt mal kicken, ey, ganz ehrlich. Tut mir leid, Sombrero-Clown. Aber du hast jetzt ungefähr 100 Millionen Mal hast du jetzt hier nur so rumgeeiert. Und das war einmal zu viel. Jetzt wollen wir mal eben gucken, was wir mal eben jetzt... Ich sag immer mal eben, oder? Mal eben. Ja, Kira, es ist nicht leicht, oder? Kira, es ist nicht leicht. Kira. Wir sind eigentlich noch zu hoch. Ich guck mal eben, wie viel... Warte mal. Unsere Karte sagt, wir sind auf Ebene 11. Okay, es passt ja doch. Nein, wir haben keine Fackeln. Ich muss ja eben Fackeln bauen. Wir bauen Fackeln. Jetzt geht's mal so ein bisschen hier wieder back to the roots. Wir spielen nämlich jetzt... Ja, Matthias, hast du... Ja, hast du schon neu gestartet, oder was? Nee, wie weit neu gestartet? Da ist gerade einer beigetreten, oder? Irgendwer muss nee, ich hab Sombrero-Dingens mal gekickt, weil er einfach 80 Mal schon wieder ertrunken ist. Das kann ja kein Zufall sein. Er wollte wahrscheinlich einfach nur, dass sein Name im Dingens auftaucht. Das hat er jetzt ja geschafft. Auf Kosten seiner... Auf Kosten des Hauses. Auf Kosten seiner Beitrittschaft hier. So, jetzt muss er eben... Aber schon wieder, mach da mal so einen Mal-Eben-Counter von mir, bitte. Ich sag das, glaube ich, 80 Mal pro Video. Matthias sagt immer, ich habe Ahnung von Clash. Und dann also... Das habe ich nie behauptet, aber... Das wäre ja auch... Scheinbar haben alle anderen, die es gucken... Das wäre ja auch glatt gelogen. Scheinbar haben alle anderen immer die Ahnung, die es gucken. Das wäre ja auch gelogen. Beste Kommentar war heute, ich kann viel besser 50% holen als du. Da dachte ich mir nur, schön, dann geht er einen dafür kloppen und dann ist gut, ganz ehrlich. Ob ich jetzt 5 Bogenschützen mehr oder weniger brauche, das geht mir am Arsch vorbei, ehrlich. Ey. Ja, er ist doch so. Ne? Nein, das ist kein Diamant. Nein. Ich kann viel besser 50% holen als du. Ja, schön, dann mach es doch. Und ja, mach.
Aber geil, wie der eine Typ so zurückgerudert ist, wo er sagt, ey, du Amateur, du musst das ja so und so erklären. Ich sage, ich hab's doch so gesagt. Ach ja, ich hab's falsch verstanden. Ja, siehst du mal? Matthias und seine Erziehung. Ja, ist auch so. So langsam fruch. Ich erziehe auch mal bei FIFA die Leute, sobald die ihr Replay komplett durchlaufen lassen, lasse ich erstmal danach eine komplette Pause durchlaufen. Das macht man normalerweise nicht. Das macht fast jeder. Ja, normalerweise. Und danach drücke ich immer, sobald die ihr Replay komplett durchlaufen lassen, drücke ich danach einmal auf Pause und lasse die komplette Pause durchlaufen, 40 Sekunden. Ich suche eine Höhle. Das ist auch die erzieherische Maßnahme. Das funktioniert auch meistens ganz gut. Beim zweiten, dritten Mal haben sie es dann kapiert. Und man voll oft hast du aber eh keine Chance, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe die Online-Saison mit Dortmund angefangen und jeder zweite Spieler war mit PSG oder Real und Ronaldo und Ibrahimovic kannst du eh nicht aufhalten, das heißt jedes zweite Spiel verlierst du schon mal gegen die alleine sowieso schon, weil die ein Tor nach dem nächsten schießen können, weil du mit Ronaldo oder mit Ibrahimovic kannst du auch schießen, von wo du willst. Wenn ich mit Gündogan schieße beispielsweise, der trifft aus 5 Metern das Tor nicht. Welche Überraschung. Ja. Ich spiele zumindest realistisch. Selbst Immobile trifft gar nicht. Ich spiele jetzt mittlerweile im Sturm mit Reus und Ramos. Das geht ganz gut. Was ist denn eigentlich die Online-Saison im Unterschied zum Ultimate-Team? Du wählst einfach eine Mannschaft aus und startest in Liga 10, machst da 10 Spiele und dann, je nachdem wie gut du spielst, bleibst du halt gut in der Liga, kannst du eh nicht absteigen, bleibst da drin, kannst aufsteigen oder kannst halt Meister werden in der Saison. Wenn du dann aufsteigst, kommst du in Liga 9, da sind dann wieder ein paar stärkere Gegner. Wie läuft das da mit den Gegnern? Musst du das immer am Stück spielen oder was? Nein, du suchst immer zufällige Gegner, kann ich dir gleich mal zeigen. Du spielst einfach zufällig gegen zufällige 10 Leute und wenn du in Liga 8 6 Spiele gewinnst, kommst du halt in Liga 7 und so weiter und so fort. Und wenn du Meister wirst, dann kommst du sofort in die nächste Liga. Wieso finde ich keine Höhle? Und du kannst aber auch wieder absteigen. Und ich bin jetzt momentan in Liga 8. Ich habe aber auch erst angefangen. 36 Spiele schon gemacht. Was? Alter, dann bist du ja voll im Vorteil gleich, wenn wir spielen sollten noch. Ist ja voll unfair. Es geht so schnell, du achtest überhaupt nicht drauf. Nix. Eins kann ich noch. Du willst mich ja gleich voll abziehen, ey. Jahrelang hatte ich dich immer im Griff, weil du auch so selten gespielt hast. Jetzt spielst du plötzlich so viel. Da kommt immer an, das ist Minecraft-Spielen. Da wird schon, glaube ich, mehr mit der PS4 gezockt als vorher mit der Xbox und der Wii zusammen. Ja, normal. Aber mit der Wii haben wir doch einige Male. Ja, bei mir, aber ich habe meine aber kaum benutzt, weil ich ja immer hier war. Was auch lustig ist, was wir auch öfters mal machen müssen, wenn du hier bist, wir müssen unbedingt mal wieder mehr Daten, ey, weil Daten echt lustig ist. Vor allem, weil wir es beide nicht können, dann ist es noch lustiger. Ich finde nur Emeralds, was soll die Scheiße? Ich nehme jetzt erstmal meine Superhacke hier. Leider, er schreibt was. Er schreibt was, vielleicht Eisen. Wo? Willst du Eisen haben? Ja, du bist am Eisen vorbeigelaufen. Wo denn? Ja, irgendwann eben. Zeige mir den Weg! Ich brauche ja im Grunde kein Eisen. Ach, hier ist irgendwo Eisen noch. Ja, aber ich will eine Höhle finden eigentlich. Ich suche im Grunde erstmal eine Höhle, Leute. Eine Höhle? Ich suche eine Höhle. Wo ist jetzt hier Eisen? Ich gehe, glaube ich, mal nach oben und gucke mal, ob an der Oberfläche irgendwo noch was ist. Hä, was? Wir gehen mal nach oben und gucken mal, ob an der Oberfläche noch was ist. Wo führt er mich überhaupt hin hier? In sein Zimmerchen. Hier lecker hin. Dann wird er dich schänden. Wo bin ich hier überhaupt? Du kannst doch fliegen, verpiss dich doch einfach da raus. Stimmt auch wieder. Ich hab eben so viel Zeug gefunden. Ich hab 1000 Schallplatten und Sattel und ich hab das alles versteckt bei dem alten Haus. Stimmt, wir können ja in das alte Haus und da ins Netherportal gehen. Ja, eben, flieg da mal hin, ich hab da so viel Zeug versteckt, kannst du dir mal angucken. C1, bist du einen neuen Abonnenten von uns oder nicht? Ich hab's aber nicht mitgekriegt. Normalerweise hätte das doch auf diesem Ding erscheinen müssen. Weiß ich nicht. C1 ist Kira. Fred kann mal in PESA. Pro Evo würde ich nicht gegen mich spielen. Pro Evo kann ich nämlich. Pro Evo finde ich auch nämlich 1000-mal geiler als FIFA, ehrlich gesagt. Aber ja, du kannst halt auch nicht alles. Ich wollte mir Pro Evo unbedingt mal holen. Ja, du, komm, such du mal. Ja, Julian 20. Wir werden das gleich noch. Jo, auf jeden Fall C1, willkommen. Ja, was für Pro... Du hast nass geschwitzt, ey. Na gar nicht, das sind von dem Weingummi. Schmodder von dem Weingummi fühlt sich dann auch nicht besser an. Was spielst du denn für ein Pro Evo? Ich hab nämlich nur noch das alte hier, aber auch nur für die PlayZ 3. Müsste ich mir mal wiederholen.
Kira eskaliert schon wieder. Was hat er? Kira sagt, er ist jetzt erst weg. Tschüss, Kira! Ey, kommt der eigentlich. Nee, der könnte doch mit uns zurückfahren. Nee, wo wohnt der nochmal? Nicht da. Sollen wir fragen, ob so ein paar Kiddies vorbeikommen wollen? Oh, ja, darfst du doch gar nicht. Nicht? Ich glaube, das darfst du, sowas darfst du nicht ankündigen. Okay. Hallo, Clash, mein TV. Schreibt einer Kira, du bist scheiße. Vom Gameplay sehr geil, online ist es scheiße geworden, okay. Wo bin ich denn? Wenn es nach den Farben geht, bist du ganz unten links, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist irgendwie total verbuggt. Ja, vor allem. Dreht sich ja auch nicht. Bin ich da außerhalb der Karte vielleicht? Nee. Nee, das ist falsch, wenn du da mobst. Fred, wirst du die Clashcraft-Map löschen nach dem Projekt? Nein, die werde ich zum Download anbieten. Aber vielleicht, nachdem ich sie zum Download angeboten habe, noch explodieren lassen oder so. Das kann natürlich sein. Sag mal Nils, please. Habe ich ja jetzt. Nein, das ist das. Da habe ich mich reingebuddelt, rechts. Rechts. Da, links. Da guck in den Turm. Links. Siehst du in dem Turm? War ich doch noch. Da fehlt eine Ecke. Da fehlt eine Ecke. Da habe ich mich mal reingegraben. Wer das denn hier gebaut? Das war, hier war ich doch heute Mittag noch. Das ist NPC-Dorf. NPC-Dorf? Dann war ich da heute Mittag nicht. Ihr müsst wissen, Matthias ist ein ganz schlauer. Generell, ne? So, ich mach mal ganz kurz nochmal. Ich hole mal einmal zu trinken, bis gleich. Beziehungsweise für alle, die es jetzt. Weil ich muss wirklich was zu trinken holen gleich. Bring mir Miet, was du willst haben. Das mit der Karte ist aber scheiße, wenn ich das. Guck mal runter, wo du bist. Ich muss irgendwo Richtung 400 auf jeden Fall. Fred, wirst du World of Tanks für den PC spielen? Ja. Habe ich vor, dass ich das noch testen werde. Da ist das andere Dorf. Niki Dicki hat das Spiel verlassen. Ja, da ist so Platz für einen neuen. Einer kann rein, schnell! Yeah, er kommt rein! Und rein, ihr Lümmel. Schlingel. Ah, da ist er wieder. Du bist jetzt wieder beim Standarddorf. Ja, toll. Hey, Tammer. Summer. Du musst doch, Tammer, die Karte. Ich weiß aber, wo ich hergekommen bin. Ich bin noch hier am Schneewald hergeflogen. Fred, kennst du Terraria? Ja, hab ich auch schon mal angefangen zu spielen, aber nur Öfflein. Matthias gleich Olaf. Ja, das stimmt. Was? Wieso Olaf? Ah, Ich finde ein altes Haus. Ich glaube zumindest. Du bist ach, guck, jetzt bin ich auch wieder auf der Karte. Ja, jetzt, manchmal sieht man es und manchmal sieht man es nicht. Jetzt musst du ja nur noch, da oben ist doch schon. Ja. Manchmal sieht man es nicht. Und das ist gar nicht so weit weg eigentlich, man muss nur am Rand vom Schneewald her. Schneewald oder Ewald? Was du wolle. Jetzt seht ihr auf jeden Fall gleich eine. Jetzt sehen wir gleich, wie Matthias Ultra in den... Was? Oh. Warum hast du dir da eine geheime Truhe gemacht? So ein Arschloch ist das, oder? So ein Arschloch. So ein kleiner. So ein kleiner geiziger Pisser. Was muss man denn machen hier? Soll die Diamanten mal da reintun? Sattel. Wir könnten uns ein Pferd holen. Wir können. Keine Ahnung, was willst du machen? Ich dachte, du wolltest netter. Wofür? Level farmen. Okay, dann muss ich aber hier mal irgendwo das Zeug trotzdem. Dann wird es mir trotzdem geklaut gleich. Was sind da Schweinemänner? Ja, nix. Ja, du wirst zwar sterben bei deinen Skills, aber naja, gut, was willst du machen? Mach mal hier Esels Auto. Timeout. Und jetzt? Wer? Esels Auto, der rote da. Fortnite. Esel Auto. Matthias, pass auf, Creeper. Du musst jetzt hier echt übrigens aufpassen, damit du nicht stirbst. Also, ich sag's dir wirklich jetzt. Wir wissen alle, dass er sterben wird, aber die Frage ist, wann? Wobei ich die Minecraft-Sachen im Stream amüsanter finde als CO2. Ja, das kann auch. Also, ich finde, man muss da auch mal natürlich mal ein bisschen durchwechseln. Man kann jetzt nicht nur immer Clash spielen, man kann auch nicht immer nur Minecraft spielen.
aber mal so ein bisschen durchwechseln. Und auf unserem Kanal ist ja für jeden was dabei. Richtig. Wie findet man denn, wie findet man, oh, du bist am Ende der, nee, das ist, okay, da geht's runter. Ja, will ich nicht unbedingt runterlaufen, ne? Hier gibt's aber keinen Quarz. Hier gibt's ja keinen Quarz, da musst du mal ein bisschen quarzen. Matthias, nein, oh, oh, du brauchst einen Bogen, du hast einen. Oh, du hast einen Bogen, nicht fliegen. Nicht fliegen, warum? Cheater. Bau dir mal einen hol dir mal den Bogen ins Inventar. Okay, du hast keine, du hast keine Pfeile. Das macht Sinn, Junge. To take you there, Infinity, bräuchst du jetzt mal. Du weißt, hast du die Koordinaten gemerkt vom Netherportal? Hier vorne um die Ecke. Ja, sag mir die Koordinaten bitte. Damit wir die uns mal eben merken können. 5, 65, 60. Ja, 65, also okay. Kannst du bitte den Server noch nehmen? Wir wollen jetzt gleich, würde ich sagen, spielen wir gleich nochmal eben ein, zwei Spielchen FIFA, oder? Ja. Ja, ich mag Gronkh. Aber er kennt mich ja nicht. Oder vielleicht doch. Wenn du Gronkh, wenn du mir gerade zuguckst, dann auf jeden Fall für freundliche Grüße. Er hat so, ja, ich kenne dich. Ja, das war schon das erste Mal, dass er abgeschossen wurde. Glückwunsch. Läuft bei dir. Rückwärts, ne? Und bergab, aber läuft. Ich hol schon mal FIFA. Mach das. So. Jetzt die Glowstones. Ja, okay, ja, dann hole ich jetzt keine Level mehr. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier. Nee, du kannst, ich muss ein bisschen. Ach so. Dann wird er jetzt wohl mal eben noch pissen gehen und dann können wir danach ein Ründchen FIFA spielen. Ich werde mir jetzt noch mal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo ein paar Quarze herfinde. Lass mal hier so ein bisschen den Gang dicht halten für uns, damit wir nicht abgeschossen werden. Gucken, ob wir das so irgendwie hinkriegen. Ich würde schon mal ein paar von den Glowstones holen. Das kann ja auch nicht schaden. Die kann man ja auch mal irgendwo schön für verwenden. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt die mal eben alle wegkriegen. Ist denn der Ghast überhaupt noch da? Der alte Ghast? Ne, der ist doch da unten. Oh, da kommt schon der erste Flammenwerfer wieder angeflogen. Puh, da kam er. In your face. So, dann können wir jetzt ganz fix hier die Steinchen holen. Da oben ist auch Quarz. Da kam die nächste Flamme angeflitzt. Der hat uns aber nicht getroffen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Dann bauen wir uns mal eben hier rein. So, komm. Ich mache auch gerade die die Diamantspitzhacke kaputt, merke ich. Das sollten wir vielleicht lassen, hier die Hefe zu verballern. Mal gucken, ob wir jetzt da oben irgendwo an den Quarz drankommen. Ja, das sieht ganz gut aus, wenn wir hier... Ja, komm schon. Hier mal hoch, da mal hoch. So, machen wir mal das. Ein bisschen zu hier den Laden. Und dann holen wir uns da oben das Quarz raus. So, Eisen, Spitzhacke. Und Levelfarmen. So, zack. Ganz so viel gibt das ja gar nicht mehr. Glaube ich zumindest. Mal irgendwo gelesen zu haben. Ich glaube, das wurde irgendwann mal reduziert, wie viel das gibt. Komm her. Level 2 sind wir jetzt. Gucken, ob es noch ein bisschen mehr wird. Level 3. Ja, da wurden wir wieder getroffen. Müssen mal gucken, dass wir das irgendwie verhindern. Vielleicht da nochmal was. Ja, scheiße, da kommt nicht mehr dran. Das lassen wir jetzt einfach sein. Ich würde sagen, wir wollen mal nicht zu viel verlangen hier. Haben zwar keinen Level großartig gemacht, aber das ist jetzt wichtiger. Als wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir nämlich alles neu besorgen. Und der Meister kommt gerade vom Schacht. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich mal aus dem Spiel und verabschieden uns und gehen dann zu FIFA. So, also. Optionen, Spiel beenden. Machst du rein? Tust du rein? Ja, dann müssen wir mal eben kurz, würde ich sagen, wir machen den Stream dann gleich mal eben ganz kurz einmal auf Pause. Wieso den Bildschirm? Wir können den Bildschirm wechseln. Ja, aber dann können wir die Bitrate auch mal ein bisschen höher machen. Ich verlasse mal das Spiel. Nein, nein, tust, ich mach's erstmal rein. Sorry, ja, brauchen wir gar nicht für verlassen. Hey, doch. Ja, er hat uns rausgeschmissen. Ja, dann brauchen wir auch nicht wechseln.
nicht wechseln. Ja, aber bitte. Passt schon. Paul Handy. Schreiber. DJ. Passt doch mit der Bitrate, oder nicht? Ja, muss ich gleich mir mal angucken. Ja, mach doch dran. Ja. Na, gucke.